Wenn wir ganz trockene Mist werden, dann ist das Frage. Irgendwas komplett zum Fremdschämen, damit wir schnell wieder zurück auf den Mann kommen. Gehen wir's los? Geil, mit Awkward Handshake gestartet, wie sich das gehört. Ja, willkommen. Schön, dass wir da sein dürfen. Ja, ich bin der Walli. Ich bin der Simon. Ich hoffe, ihr versteht es mir. Ich bin bisher aus dem Westen, also ich bin aus Innsbruck. Ansonsten müssen sie halt Untertitel rauf tun, wie sich das eh gehört, in Qualitätsjournalismus, wenn die Tiroler reden. Ja, du spielst in der Band? Ich spiele in der Band Breath of the Curse und ja, du bist ja, bei Skyshape. Genau, ich bin Gitarrist von Skyshape. Das ist so eine Innsbrucker Alternative Emo. Ja, Emo Alternative, was man halt so spielt. Nicht so hart, nicht so weich. Gitarrist und schreie ein bisschen umher. Also ich bin Screams und Gitarre. Ja, ich auch. Gitarre, Screams. Und wir super, haben eigentlich ist das Gleiche, gell? Das genau. Fast, und wir haben noch was tauschen. Gemeinsam. Ja. Nämlich, dass wir Gitarren bauen. Genau. Also hobbymäßig noch, wer weiß. Ich weiß nicht, ob ich es irgendwann mal beruflich mache. Ich glaube nicht, das ist mir viel zu anstrengend. Nicht? Nee, du schon? Für mich wäre es eine Überlegung, aber derweil noch nicht. Das dauert noch, wenn dann. Weil? Weil dauert ich noch nicht die Skills Werkzeuge, noch nicht, oder? Die Skills, genau, okay. Ja. Okay. Wie viele Gitarren hast du schon? Oder wie weit bist du in deiner Baukarriere? Ich habe jetzt die dritte fertig gebaut. Ah, okay, das ist Frischling. Wobei die erste habe ich nicht komplett selber gebaut. Die habe ich mit einem Freund gebaut. Okay. Der hat angefangen, dass er Gitarren modifiziert und irgendwann auch ein, zwei selber baut. Der hat uns sehr viel beibracht. Und ja. Der macht das professionell, oder? Nein, auch nicht. Also auch nur für sich selber. Der macht hauptsächlich, dass er billige Gitarren nimmt und die verbessert. Mit Binding dran und neu lackieren und solche Sachen. Oh, wow. Also eh eigentlich gleich viel Arbeit wie ein Neubau. Also mehr Arbeit in Wirklichkeit. Das Ablackieren, ja. Das ist immer so mein Schleifen, ist immer mein Horror-Szenario. Ja, ja. Egal in welchem Zustand vom Bau, Sachen schleifen. Das stimmt, ja. Maske auf vom gerade aktuell zur Zeit. Das ist nicht meine Lieblings. Ja. Ja, ich bin schon ein bisschen weiter. Ich habe schon 26 Gitarren gebaut. Ja, das geht. Die wirklich alle live gespielt habe irgendwann mal. Aber inzwischen nur genau zwei besitzt. Dann okay, hast du ja anderen verkauft? Ja, an Kollegen billig weitergegeben. Okay. Ich habe irgendwann mal eine Gitarre gebaut, das ist meine Serie Nummer 9. Und an die kommt nichts ran. Es ist wie verhext. Ich versuche immer genau diese. Ich habe sie sogar 1:1 nachgebaut mit den gleichen Hölzern aus dem gleichen Brett, dem gleichen Hals, dem gleichen Pickup. Ja, das gleiche Holz ist nie das gleiche Holz. Nein, eben. Und da die gleiche Pickups und alles. Ja. Stimmt. Hab sie dann trotzdem wieder hat weiterziehen dürfen. Wie bist du eigentlich zum Gitarrenbauen gekommen? Bei mir ist es so gewesen, ich habe einen Zivildienst gemacht, der nicht sonderlich anstrengend war. Mhm. Ich war da in einem Wohnhaus in der Lebenshilfe und habe immer nur von 16 bis 21 Uhr oder so gearbeitet. Okay. Das halt 7 Tage die Woche. Und habe eigentlich untertags nichts zu tun gehabt. Und ich habe mir damals, das war mit 18, da habe ich kurz vorher maturiert und habe mir eine Gibson Les Paul Standard gekauft mit einem wohlverdienten Geld. Und ich war erschüttert. Ich war erschüttert, wie furchtbar die Gitarre verarbeitet ist, wie furchtbar sie klungen hat. Die Seitenlage war katastrophal. Die Bünde waren komplett abgespielt, obwohl sie nur ein halbes Jahr alt war. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, das schaffst du selber besser. Und dann habe ich viel gegoogelt. Damals hat es leider noch nicht so viele YouTube-Blogs gegeben, also so ein Buch habe ich gelesen, bin dann irgendwann auf ein Online-Gitarrenbauforum gestoßen. Und habe dann halt angefangen, meine erste Gitarre frei aufzubauen. Das ist natürlich eine Katastrophe, man kann mir überhaupt nicht spielen, einen Hals wie ein Baseballschläger, weil ich mir natürlich nicht getraut habe, das Dünner zu machen. Gott sei Dank einen vorgefertigten Griffbrett gekauft. Ja, sie hängt immer noch an der Wand und meine Nummer 1. Und dann irgendwann, dann habe ich gleich größenwahnsinnig, weil ich war gleich für einen Freund eine Gitarre gebaut, das ist natürlich gleich katastrophal geworden. Und da habe ich dann recht viel gelernt, weil ich mir gedacht habe, das ist nicht für mich. Der hat zwar nichts gezahlt dafür, der hat nur die Materialien gezahlt. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss das ein bisschen besser kennen. Und dann habe ich mich halt eingearbeitet. Ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt von Holzverarbeitung. Mein Großvater war zwar Tischler, aber ich habe überhaupt keinen Zugang zu Holz oder irgendwelchen Maschinen gehabt. Ja, und dann so arbeitet man sich dann vor und lernt für Gitarre zu Gitarre mehr. Eigentlich. Inzwischen glaube ich, dass sie wirklich super gut spielbar sind. Ich bin sehr happy mit den Produkten, die jetzt rauskommen. So muss sein. Man achtet dann immer mehr auf kleine Details. Aber trotzdem, ich glaube, ich habe noch keine perfekte Gitarre gebaut. Und das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum ich es nicht beruflich machen würde. Ja, weil ich einfach noch nicht in einem Zustand bin, wo ich perfekte Gitarren baue. Ich glaube, man kritisiert sich da selber zu viel.
selber sieht man Fehler, die wer anderer gar nicht sieht und der sagt, wahrscheinlich, das wäre mir gar nicht aufgefallen oder sowas. Ja. Ja, wobei, ich muss schon sagen, ich habe Gitarren in der Hand gehabt von sehr guten, renommierten Gitarrenbauern. Da habe ich stundenlang gesucht und keinen Fehler gefunden. Und das ist dann halt richtig frustrierend für mich, ja, zumindest. Aber die bauen halt schon seit oder haben Jahren. Also sehr gute, oder gute Freunde von mir sind beides Gitarrenbauprofis, einer in der Schweiz, einer in Salzburg. Und was die machen, ist halt schon, also hat man von einem von denen eine akustische Gitarre bauen lassen. Hey, fuck. Ja. Das ist next level. Ja gut, der Alex aus Wien, der baut ja auch Gitarren. Ja, mit dem Alex treffe ich mich, morgen. Next level. Lange. Ja, ich habe noch nie eine Gitarre von ihm in der Hand gehabt. Nicht? Nein. Jetzt gerade vorher kurz vom Jörg die Achtseite. Okay. Aber eine Achtseite ist halt. Ja. Ich weiß nicht, was machen damit. Das ist halt. Man schaut es an und ja. Für mich ist es auch nichts. Das ist sehr. Ja. Ja, das heißt, du hast 3 Gitarren gebaut, viele in Planung. Genau, ja. Also lustigerweise, ich bin drauf gekommen, irgendwann einmal, das ist ewig her. Habe ich mir gedacht, ja, was will ich eigentlich beruflich machen? Da war ich noch in der HTL und da hat das halt angefangen, dass ich so auf Custom Shop Gitarren stehe und sowas und habe mir gedacht, ja, irgendwann baue ich mir selber eine. Und dann habe ich lustigerweise von dir mal was gelesen. Ich glaube, dass den das Red Bull Artikel, den war, genau, Julian Haas geschrieben hat. Da war ich zufälligerweise gerade in Tirol und habe das gelesen und haben ich war da gerade in Wien. Geil. Also waren wir gerade auf Tour mit der Band. Ja, und haben mir gedacht, wow, geil. Und ich habe mir das eben durchgelesen, dann habe ich mir noch mehr gedacht, ja, irgendwann baue ich mir eine. Sehr cool. Und jetzt vor kurzem habe ich mir gedacht, ja, machst du es halt einfach. Ja. Und meine Mutter hat mir eben gesagt, ja, sie kennt da wem, der bastelt Gitarren. Das ist dieser Freund, der die Gitarren modifiziert. Der hat mir dann bei der ersten geholfen. Da habe ich gleich einmal so eine Flying V gemacht mit Next Rule, also voll ins Ganze. Ja, Next Rule. Ja, ist auch nicht so gut worden. Aber lasst sich auf jeden Fall spielen. Okay. Die zweite habe ich dann komplett allein gemacht. Die ist ja nicht so gut worden. Okay. Das war eine Bariton, weil ich meine Bariton bauen wollte. Und die dritte, auf die bin ich jetzt ziemlich stolz. Also da sage ich, das ist für mich gut genug. Dass du sie spielen kannst live. Ja, aber perfekt ist es noch immer nicht. Okay. Aber das waren halt teure Materialien und da habe ich gesagt, das hast du verbaut, schönes. Ich Nerd Dog. Ein Zirico-Top gemacht. Oh, wow, sehr schick. Und ein Black Limber Body. Okay, Menge Hals, aber null Hals. Nein, auch Black Limber. Auch Black Limber. Den wollte ich nicht laminiert machen, weil ich mir gedacht habe, ja, ich mache ihn normal. Weil bei der ersten habe ich einen laminierten gemacht. Ja. Und ja, mit Binding auch und allem drum und dran. Ja, dann bist du sehr ins Ganze. Ja. Sehr ins Also Ganze Binding ist sehr aufwendig. Das mache ich bei der nächsten sicher nicht. Ja. Das mache ich erst wieder bei der überübernächsten oder so. Ich mache inzwischen alle mit Binding, aber ich finde es einfach optisch so geil. Ja, ich das auch. Ist das Kontrast am Body und am Hals immer das gleiche Holzbinding, damit es ausschaut, als wäre kein Griff. Damit man die Buntschlitze seitlich nicht sieht. Ja, stimmt. Das finde ich immer optisch sehr. Ja, witzig, den Artikel von Julian Haas, den bin ich gerade vor kurzem, habe ihn wieder mal gesucht und der ist nicht mehr online. Nicht? Nein, Red Bull das ist über Red Bulletin gelaufen und die haben Artikel nur 3 Jahre online und ich habe die ganzen Fotos nicht mehr. Julian, wenn du siehst, schick mir die Fotos. Ich habe nämlich leider auch die E-Mail-Adresse. Aber ich meine, das war auch in einem Heftel mal drin. Ja, und das habe ich auch nicht mehr. Das Heftel habe ich gehabt. Ah, hast du es noch? Nein, keine Ahnung. Das liegt, wenn dann bei meinen Eltern daheim irgendwo. Wenn du es irgendwann mal findest, dann schicke ich es dir. Schick es mir bitte. Ja. Ja, fein. Das heißt, du hast noch sehr viele Gitarren geplant. Ja, also ich habe es. Gitarrenbau ist eine Sucht. Aufpassen, das stimmt, aufpassen. Es frisst sehr viel Geld, noch mehr als Effektpedale. Ja, vor allem die Werkzeuge kaufen. Fuck. Und dann denkst du, ich brauche das jetzt, ich brauche es jetzt, sonst kann ich nicht weitermachen. Was oft auch stimmt, aber man will es ja ohne schaffen. Aber man will das Werkzeug dann haben. Ja, natürlich. Das stimmt, ja. Aber du hast ja auch komplett ohne CNC alles handgefräst. Ja, komplett ohne CNC. Handgefräst mit einer Oberfräse. Ja. Einen eigenen Frästisch habe ich mir gleich am Anfang gebaut. Das ist sehr praktisch. Ja, weil mit der Handfräse, das war halt so gefährlich. Ja, da musst du eine Platte unten draufschreiben, draufschrauben, damit du eine größere Auflagefläche hast. Das ist sehr. Stimmt, ja. Ja, schön. Ja, Gitarrenbahn ist. Neben Gitarre spielen, glaube ich, wirklich. Würdest du eher als Gitarrenbauer oder als Gitarrist bezeichnen? Was würdest du lieber machen? Das kommt immer drauf an. Das sind immer so Phasen. Das ist immer so eine Frage, die immer sehr viel stellt. Bin ich voll im Bauen drin. Ja. Und dann, wenn ich fertig bin, bin ich voll im Spielen drin und dann wieder voll im Bauen und sowas.
Aber ja, es ist trotzdem, also wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich das Spiel nehmen. Ja, gut, da teilen wir uns genau die gleiche Einstellung. Ist trotzdem nochmal, finde ich, einiges. Also für mich zumindest, auf der Bühne stehen. Ja, stimmt. Gitarren umherschmeißen. Das ist super, wenn man Gitarre selber baut, weil dann kann man super reparieren. Ja, stimmt. Das ist auch etwas, weil ich bin sehr, nicht sehr zimperlich. Wir sind alle mit der Band eher grobmotorisch auf der Bühne. Und dann ist es immer sehr praktisch, wenn man es... Na, da bin ich eher anders. Ich passe auf alles auf. Schon, oder? Alles muss pipi fein sein. Nee. Und wenn es immer die Show geht für... Und dann geht man über Leichen. Leider auch über Gitarrenleichen. Hin und wieder. Wie läuft es mit der Band? Seid ihr brav? Ja, also... Ich habe mir eure... ein Video habe ich mir angeschaut, am Herfahren gerade. Ist cool. Ja, ja. Das auf Facebook ist das erste, was ich gepostet habe, in der Timeline, wenn man reingeht. Ich war sehr faul. Ich habe eine furchtbare Internetverbindung gehabt. Ich weiß es auch nicht, ich habe mir angehört. Ich habe nebenbei gearbeitet und habe es dann im Hintergrund. Ja, also wir haben jetzt einen neuen Drummer. Spielt ihr so oder was genremäßig? Wir waren so eher im Post-Hardcore drinnen und jetzt wollen wir eher in die härtere Schiene. Mathcore? Nein, das nicht. Schade. Aber so... Metalcore mit ein bisschen Progressive Touch. Okay. Seid ihr zu viert, oder? Wir sind wieder zu viert. Unser Drummer ist ausgestiegen und jetzt haben wir einen neuen Drummer. Ja, cool. Und findet man Drummer leicht in Wien oder ist es wie Tirol? Es gibt keine Drummer, die nicht schon in fünf Bands. Drummer und Bassisten teilt sich jede Band gefühlt. Ja, das stimmt, ja. Unsere Bassistin kriegt auch immer Anfragen von irgendwelchen Leuten, willst du nicht in unserer Band spielen? Und sie sagt, na, keine Zeit, ich habe schon eine Band, wo ich sehr dankbar bin, weil man kann eh nicht so viel auf einmal machen. Nee, vor allem fängst du dann an, sich terminlich zu überlappen. Ja. Ich finde das immer ganz schwierig, vor allem. Ich weiß nicht, wer bei euch das Booking macht, aber bei uns mache ich das ganze Booking. Gott sei Dank, wir. Also unser Drummer hat noch eine zweite Band, aber die sind nur zu dritt, das ist ja easy dann. Und die spielen nicht so viel, aber es ist doch nichts Frustrierendes, wie wenn richtig geile Shows in Land ist und dann, ich hab schon eine. Also, das ist ja, das ist wirklich zart. Aber, ja, fein. Spielt deine Band auch Gitarren von dir? Oder ist das geplant? Derweil noch nicht. Aber es ist geplant, unsere Bassistin hat eben gesagt, ja, sie hätte gerne mal einen Bass von mir. Ich habe gesagt, ja, passt, ich kriege Holz von meinem Opa, der im Wald, und dann baue ich ihr einen. Aus dem Wald, okay, das heißt, es kann noch ein paar Jahre liegen, oder? Nehmen wir mal an. Ja, mal schauen. Er hat es jetzt liegen gehabt und mal schauen. Er hat gesagt, er lass muss es liegen. Lass die Eschen umschneiden. Lass es liegen, also ich habe sehr viel Holz selber umgeschnitten und habe es jetzt eigentlich schon 8 Jahre liegen lassen und würde es jetzt noch nicht verwenden. Okay. Das ist Wir hatten mal einen Holzhändler gesagt, frisches Holz pro Zentimeter, das man schneidet, ein Jahr im Freien, im Bretter, und dann nochmal ein Jahr pro Zentimeter in der Werkstatt. Okay. Weil ansonsten hast du eine Spannung, und gerade bei einer Gitarre, wenn du im Hals die Spannung drinnen hast, das ist dann mittelmäßig angenehm zum Austauschen, vor allem wenn er durchgehend ist. Ja, das stimmt. Abschneiden. Da kann man nicht viel machen. Was baust du so für Gitarren mit Nextro oder? Nee, also ich habe eigentlich mich darauf spezialisiert, nur eine Form an Gitarren inzwischen zu bauen. Also meine letzten 8 Gitarren oder 9 Gitarren waren alle eine Form. Es ist so eine Mischung aus Jazzmaster und Telecaster, so eine Telecaster, die so ein bisschen schiefer ist. Immer mit geschraubtem Hals, immer mit Bärnackeltonabnehmer, also hauptsächlich. Manchmal Fanet Fret, manchmal nicht. Reverse Headstock. Hipshot-Mechaniken, also es ist alles. Und ich versuche meine Gitarren, also ich habe mir, auch wenn ich es nie plan, beruflich zu machen, versuche irgendwie eine Linie zu fahren. Versuche Gitarren komplett schwarz-weiß aufzubauen. Ich verwende nur mehr Hölzer, die entweder hell oder dunkel sind. Bringe keine Farben mehr rein und schaue so, dass ich vielleicht irgendwann mal einen kleinen Wiedererkennungswert in meine Gitarren reinbringe. Baue nur 45-Grad-Phasen rein, schaue, dass nichts rund ist. Okay. Ja, ich finde Telecaster richtig geil. Ich finde, man kann so viele Gitarren bauen, wie man will, und dann nimmt man eine 1970er Telecaster in die Hand und denkt sich... Stimmt, ja. Ja, meine erste war eine Telecaster, also eigentlich meine zweite, meine erste eigene, und meine zweite jetzt eine Jazzmaster. Ja, meine, also. Ich finde die schönste Form. Ich habe jetzt ganz lange eigene Gitarre nur gespielt und habe mir letzte Woche zum ersten Mal seit gefühlt 100 Jahren eine Gitarre gekauft und habe mir eine 1970er Fender Mustang gekauft, eine originale. Geil. So geil. Ja. Das ist schon was Geiles. Ich hoffe, dass meine Gitarren auch irgendwann mal 40 Jahre halten. Und dann nur spielbar. Ja. Wenn du es nicht auf der Bühne zusammenhaust. Nein, zusammenhauen nicht, aber halt drüber stoßen oder stolpern oder was halt passiert. Ja, passiert leider. Du hast deine Werkstatt bei dir? Oder bist du da wo eingemietet? In einer Garage. Okay. Wir haben eine Firma und in der Firma habe ich eine Garage jetzt voll bekommen. Fein. So eine kleine. Voll geil. Ja. Und. Das Werkzeug habe ich mir selber gekauft
Derweil habe ich eh noch nicht so viel, aber ich bin am Aufstocken und... Holzlager am Aufstocken, ja. Ganz furchtbares Hobby. Ja, genau. Das habe ich derweil noch daheim. Okay. Ja, ist eh gut, wenn man es daheim hat, weil dann passt sich's klimatisch gleich von der Luftfeuchtigkeit an der Wohnung an. Das ist eigentlich eh optimal. Ja, das ist immer so, ich sehe ein Holz, denke mir, ah, das ist schön, das brauche ich, dann bestelle ich es und dann, na, das kann ich noch nicht verbauen, weil das muss ich mal aufheben für was Besonderes. Ja, ich habe mal ganz viele Ebenholz-Topsets gekauft für E-Gitarren, also massive Ebenholz-Topsets. Die liegen auch seit, glaube ich, 7 Jahren daheim, weil sie mir immer zu schade sind. Weil ich, genau aus dem Grund, weil ich eben nie eine Gitarre bis jetzt gebaut habe, die so geil ist, dass ich sie dann unbedingt behalten will. Ja, voll. Und vor allem, wenn ich dann dieses wunderschöne, teure Holz wieder weitergeben muss. Kann ich, glaube ich, noch nicht verkaufen im Moment. Genau, auch ein weiterer Grund, warum ich, glaube ich, kein professioneller Gitarrenbauer bin. Das Hergeben. Ja, ja, sich das Trennen von Gitarren, es ist... Ja, das habe ich mir auch gedacht. Sehr schön. Und halt, was dazu ist, was halt, also durch die Meisterpflicht in Österreich ist es halt nicht sonderlich easy, selbstständig als Gitarrenbauer zu werden. Ja, das stimmt. Ja. Was auch gerechtfertigt ist, wenn ich mir so Gitarren anschaue, die Gitarrenbaumeister gemacht haben und Gitarren anschaue, die ich gebaut habe, dann weiß man halt, warum jemand 5 Jahre Ausbildung macht. Ja. Es ist dann halt nicht wie, weiß nicht, ich habe schon manche Sachen gut gemacht, aber man scheitert dann doch immer noch an kleinen Details, die eine Gitarre richtig geil machen. Ja. Vor allem heute werden viele Gitarren auch CNC gefräst und das ist dann halt was komplett anderes. Ja, ist halt reproduzierbarer. Ja. Ich bin mir schon dabei, also ich bin mir beim Überlegen, eine CNC zu holen, gerade für Griffbretter und für Inlays. Ja, stimmt, das ist... Weil so ein, ich weiß nicht, ob du schon Inlays verbaut hast. Ja, bei der ersten. Ach, oh, fuck, halt, hey, nie wieder, ich bin doch nur mehr Dots. Die kann ich mit der Bohrmaschine bohren und easy. Ja. Aber, boah. Ja, da bin ich lang gesessen. Ich habe mit der Laubsäge aus einem Aluminiumblech habe ich es ausgeschnitten. Und dann mit dem Dremel und dann ist mir der Dremel ständig abgebrochen, weil das Ebenholz so hart war. Aha, und irgendwann habe ich mir gedacht, so, ach, wieso eigentlich? Ja, habe es dann durchgezogen und habe mir gedacht, passt. Vor allem gefällt es mir auch, wenn keine Inlays sind. Ja, ein schönes Holz das spricht für sich, oder, finde ich. Ja, stimmt. Ich finde, ein schönes Griffbrettholz ist meist schöner als ein richtig geiles Inlay. Für mich zumindest als Holzfetischist, oder wie man das dann nennen kann, wenn man Gitarren baut und anfängt, Holz zu sammeln. Weil was Natur halt abliefert, ist schon stunning. Das stimmt, sehr schön. Ja, was baust du denn deiner Bassistin für einen Bass? Ah, das weiß ich noch nicht. Da warte ich noch aufs Holz. ja, das wird halt so ein Testobjekt, mehr oder weniger, eben mit dem Holz. Und ja, ein Prototyp in Wirklichkeit, bevor es es dann aus einem anderen Holz kriegt. Achso, der kriegt 2 Bässe. Geil, ja, sie Luxus. Sagt, sie will einmal, ich soll ja einen bauen und dann überlegt sie sich, welches Holz und dann... Bauen ein Schraubholz, dann kannst du vielleicht den Holz wieder verwenden. Ja, stimmt. Wobei, ich baue ja gerne Next-Through. Okay. Also meine 3 Gitarren sind alle Next-Through. Haust du nicht durchgehend deine Gitarren, wenn du Next-Through baust in deiner Werkstatt irgendwo an? Immer nein, im Dreh haben sie irgendwo dagegen. Nein, das nicht. Obwohl die Werkstatt klein ist, aber ich passe sehr auf. Du nimmst zwar den Socken drauf, und auf jeden, damit man ja nicht dagegen botscht, aber es ist halt dann doch... Nein. Ja. Es ist halt Next-Through. Ich weiß ja nicht, ob ich mir das lang antue noch, weil es ist so zart und man muss alles vorher machen und schauen, dass das passt. Und ich habe bis jetzt noch keine Setneck oder Bolt-On. Ja, und ich finde persönlich jetzt mal, ich bricht jetzt vielleicht ein Tabu, aber ich finde, klanglich ist mir ein Schraub. Also es ist einfach komplett wurscht. Ich habe jetzt persönlich, finde ich persönlich. Okay, ich habe jetzt, kann jetzt vielleicht sind meine Ohren einfach zu schlecht nach so vielen Jahren grindige Bühnen, die ich gespielt habe. Aber ich höre keinen Unterschied. Ja. Also ich persönlich nicht. Nein, ich auch nicht. Vor allem du jagst es durch 14 Effekte in den Amp. Stimmt. Und dann ist das einfach. Du musst die Gitarre einfach liegen in der Hand und wie der Hals jetzt dann ist, ist jetzt dann in meinen Augen. Eher sekundär. Natürlich vorausgesetzt, die Schraubverbindung passt, die Leimverbindung passt. Aber wenn du jetzt mit einem Schrauben das irgendwie grindig und gespackst hast, dann passt es auch nicht. Dann wird das klanglich nie halbwegs plausibel sein, aber schön geschraubter Hals, vielleicht nur mit Gewindeschrauben als Negatives im Hals und dann ist das eigentlich in meinen Augen mehr als ausreichend. Ja, ja, bei mir ist es auch reines Dick-Dick, also bei mir ist es rein. Ist das dann der Jazzmaster gewesen, den du gebaut hast? Genau, ja. Ah, super. Das war der Jazzmaster. Mit Silikotentop. Genau. Sehr exquisit. Und mit Dings für den Arm. Armbeaver. Genau. Ja. Und also da das drüber Binding gebogen, dann, oder? Und das Bein ging rüber. Oh, okay, da hast du wirklich was eingetan. Da habe ich geschwitzt beim Biegen, weil. Ja, Silikote geht, oder? Mit Bügeleisen und Zwingendruck. Ich habe es hinten eingeritzt.
mit der Fräse. Aber ich habe es leider nicht weit genug eingeritzt. Jetzt habe ich einen ganz kleinen Riss drin. Sekundenkleber, siehst du eine bei Zirikote? Ja, drüber lackiert. Ja, ich wollte gerade sagen, also Sekundenkleber und Schleifstaub, nachher kann man das bei Zirikote oder bei dunklen Hölzern recht. Stimmt, das geht recht gut. Recht gut kaschieren. Ja, und das Top ausschneiden und dass das dann am Hals drauf passt und sowas, das war schon... Ah, du hast direkt an den Hals eingepasst, sauber. Oder? Ja, schön. Muss mir ein Foto zeigen. Ich habe sie mit. Du hast sie mit? Ich du musst sie mir dann unbedingt zeigen. Ich wollte deine Meinung hören, weil du sehr gern mehr baut. Zeig's her, wenn sie da hast. Flitz rüber schnell. Jetzt bin ich derweil allein. Oje, ich mach derweil Trinkpause. Schau, ich habe natürlich keine Gitarre mitgenommen. Das ist schon wieder ein Minuspunkt für mich. Aber ich bin auch aus Innsbruck gekommen. Ja, ich bin heute mit dem Zug gekommen. Und ich fahre morgen wieder nach Linz weiter zu einem Freund. Da wäre die Gitarre ein bisschen... Oh, schön! So. Gib dir die mal. Oh, ist auch schwer. Ja, die ist, obwohl es ziemlich dünn worden ist. Dünner, schön lackiert. Als eigentlich wollt. Ja, das war mein erster, für Bild? Mein erster Paintjob. War sehr das. Geile Zirikote. Geil. Da bin ich wieder sehr gehuckt. Ich glaube, ich muss noch mal einen Fretdress machen, weil ich will mit der Action noch ein bisschen runter. Geil. Aber schön. Eine Hipshot Bridge ist natürlich immer sehr edel. Open Gear Tuner. Ja. Natürlich, sehr schick. Also cool. Ich habe keine Kosten gespart. Beste so. Die, was sehr gut ist, was mir sehr gut gefällt, Hülsen versenkt, weil man reißt sich immer die T-Shirts auf. Ich zumindest. Nitron. Nein, nicht? Das ist Polyurethan. Ah, BU-Lack, okay. Genau. Schick. Von Adler, also da habe ich auch. Ah, das ist die Firma bei mir in der Nachbarschaft. Echt? Ja, bei meinen Eltern. Ja, der ist super, der Lack. Lass dich gut sprühen. Tonabnehmer, hast du was drinnen? Die Bernacle Ragnarok. Ah, klassisch. Auch sehr gut. Ja. Ist sehr schön, gefällt mir sehr gut. Danke. Ich spiele sie dann später noch. Ich kann jetzt nicht, wenn ich jetzt anfange Gitarre spielen, nachher sind die nächsten 25 Minuten nur ein Riff, weil viel mehr. Unsere Band ist da immer, ich spiele immer gern ein Riff. Meine Jungs schimpfen schon immer, weil ich immer nur ein Riff spielen. Ja, schön. Das mit dem einen Riff, das kennen wir auch. Das ist dann meistens so ein nerviges Riff. Und jeder bei mir ist es das Intro von uns. Es ist immer das Intro. Ja, damit teste jede Gitarre alles. Das ist okay, na, bei uns ist es meistens irgendwas, was eh nie verwendet wird, was ein super nerviges Riff ist und das wird dann in Dauerschleife gespielt. Ja, ich kann vor allem dieses Shredding kann ich einfach nicht. Ich habe nie Metal trainiert zum Spielen, das habe ich nie geübt. Ja. Und ich habe generell sehr wenig Gitarre geübt bis jetzt leider. Ich habe immer lieber Gitarren gebaut und dann angeschaut. Das ist eher. Und man denkt sich dann, ja, ich sollte mehr üben und dann, nein, Werkstatt ist jetzt wichtiger. Ich habe jetzt während Lockdown wahnsinnig viel geübt. Echt? Ja, weil ich bin nicht in meine Werkstatt gekommen. Die war nämlich im Haus meiner Eltern und ich habe das außerhalb von Innsbruck und ich war in Innsbruck in meiner Wohnung und habe Gott sei Dank meine Hauptgitarre mitgenommen. Keine Ahnung, warum, das mache ich nie, das steht normal immer im Proberaum. Und habe dann wahnsinnig viel geübt. Okay. Ja, ich habe viel getan baut. Ah, hast du die Gitarre komplett genutzt und war halt ständig in der Werkstatt. Ich bin wirklich in der Früh aufgestanden, also nicht um 7, aber um 8, 9 teilweise. Sehr früh. Und dann bis am Abend. Das Wiener, oder? Der Wiener steht da nochmal. Ja, das ist, wo ich zum Arbeiten anfangen würde. Okay. Und das ist so drin der Rhythmus. Und dann bin ich halt aufgestanden und in die Werkstatt gegangen. Ist viel geplant mit der Band? Oder wahrscheinlich nicht, oder? Wie im Moment, wie alle. Nein. Hat es euch fest getroffen? Habt ihr viele Shows canceln müssen jetzt, oder? Nein, wir haben gar keine Shows canceln müssen. Wir sind jetzt voll im Songwriting-Prozess drinnen. Ah, cool. Also eigentlich mehr oder weniger auf Hiatus, also wir machen gar nichts, gar kein Social Media, nichts. Okay. Und dann kommen wir wieder zurück. Super. Ja. Ich nicht. Mal ein bisschen zurück in den Proberaum verkriechen. Ja, stimmt. Ja, im Proberaum waren wir leider auch nicht oft, wie gesagt. Mhm. Machen wir es von daheim, das hat recht gut funktioniert. Macht es über Pre-Production, über irgendwelche Programme? Ja, also wir haben derweil nur Songwriting gemacht, gar keine Pre-Production noch. Okay. Ja, das dauert noch ein bisschen, bis wir dann so weit sind, dass wir Pre-Production machen. Macht's neue Sachen mit dem neuen Drummer oder schließt sie den alten? Also die Proggy-Sachen und die neuen sind dann alles eigentlich neue Songs mit dem neuen Drummer? Genau, ja. Ja, bin ich gespannt, ob man wieder Shows spielen kann. Mir geht's echt wahnsinnig ab. Ja, stimmt. Wir spielen echt sehr viel normalerweise und jetzt, glaube ich, vier Monate keine Show. Ich weiß nicht wann, wahrscheinlich habe ich noch nie gehabt. Es leiden auch die Venues drunter und... Ja. Also bei uns in Innsbruck schon sehr. Also da wahrscheinlich noch mehr, weil da gibt es noch mehr. Ja.
gut, noch mehr. Es leidet jeder gleich viel, aber das Leid ist größer, weil mehr Venues. Ich war noch nie in Innsbruck auf ein Konzert. Ich bin zwar oft in Tirol, wir machen dort oft Urlaub. Wo denn? Im Lechtal. Ah, okay. Das ist also Oberland, Vorarlberg, Oberland, ja, außerfern. Ja. Ja, das habe ich nicht gelernt. Wir haben in der Schule nur bis Innsbruck gelernt. Also Oberland, Unterland in Tirol ist so. Es ist eh schon fast Vorarlberg. Ja, eben, genau. Ich bin schneller in Vorarlberg drüben als in Innsbruck. Aber ja. Ja, musst du dich doch mal melden, wenn du hier bist. Ich bin immer in Innsbruck. Ja, passt, also ich. Meistens. Oder ja. Wir proben ein bisschen außerhalb. Okay. Ja, wir fahren meistens mit Zug nach Innsbruck und dann von Innsbruck weiter. Ja, super Railjet. Hey, ich bin heute 4 Stunden hergefahren. Voll. Das ist wirklich. Das geht echt gut. Super. Hockt man sich jetzt 2 Stunden in den Speisewagen, trinkt Kaffee ganz langsam in der Früh und dann. Nee, es ist schon sehr alles sehr eingeschlafen. Ich bin echt sehr gespannt, wie das jetzt im Herbst dann. Mhm. Ich hoffe, dass wir unsere Herbstshows spielen können. Wir haben einige Herbstshows. Ja, die Festivals haben wir alles gecancelt, eh klar. Ja. Ja. Leider. Das wird schon sehr, sehr spannend. Ja, wird immer wieder Zeit für ein Konzert. Ja, schon. Hey. Ich finde diese YouTube-Streams, ich habe sie am Anfang hin und wieder angeschaut, aber ich kann es nicht mehr sehen. Ja, es ist nicht dasselbe. Es ist wie Skype-Bier trinken mit den Kollegen, oder? Es ist halt. Das stimmt. Dauer. Ist einfach nicht dasselbe. Nee, einfach besser Gitarren bauen, dann, wenn man so nichts zu tun hat. Stimmt. Ja, hast du irgendwas geplant? Gitarren bauen? Ja, ich habe wirklich was geplant. Ich will ein neues Modell bauen. Okay. Ich habe mir vorgenommen, ich baue ein neues Modell. Weil jetzt habe ich so oft diese Telecaster gebaut. Mhm. Jetzt habe ich mir vorgenommen, es wird mal Zeit für was anderes. Und ich baue jetzt eine ist ungefähr, geht in die Richtung von der Gibson SG. Ah, weil geil. Ich finde nämlich immer, Fender ist immer Telecaster und Gibson ist immer SG. Finde ich, sind so meine Optimum-Gitarren, ja. Okay, weil meine erste Gitarre war eine Gibson SG. Meine auch. Und deswegen liebe ich es auch voll. Ich auch, ich finde es richtig, richtig und geil. Auch wenn wir die Tonabnehmer nicht taugen, aber ich will es nicht austauschen, weil das war so meine erste und die muss original bleiben. Nee, ich habe meine komplett durchgebastelt. Okay. Also da ist alles getauscht, außer die Mechaniken getauscht, die Hardware getauscht. Nee, wir bauen so eine SG, allerdings reverse, also mit dem längeren Cutter bei unten. Also das ist mehr und auch ein bisschen gezogen, es geht ein bisschen so in die Richtung von der Moss Ride von der Gibson SG. Okay. Auch sehr dünner Body, Neck Through und mit Rickenbacker Tonabnehmer mit Filter Drones. Okay, geil. Also, und interessant. Ja, bin gespannt, will 2 bauen, will eine Junior bauen mit nur einem Humbucker und einen Standardgitarre mit 2 Humbucker. Beide komplett schwarz, ohne irgendwas. Was für ein Holz? Ja, ich bin nur am Diskutieren. Also die Junior wird wahrscheinlich aus geriegeltem Mahagoni komplett. Also geriegeltes Mahagoni als Body, geriegelter Mahagoni Hals und ein Coca-Cola Griffbrett. Also die werde ich ein bisschen bräunlich gehalten mit goldener Hardware. Das ist ein bisschen eine Trotzgitarre. Ja. Aber sowas habe ich nicht, sowas brauche ich allgemein. Und die andere wird, ja, ich habe mich noch nicht entschieden. Wahrscheinlich ein Palisanderhals, ein Santos Palisanderhals, ein Ebenholzgriffbrett. Und den Body weiß ich noch nicht, aber den will ich komplett schwarz, also den will ich verbrennen. Ah, so mehr oder weniger verkohlen, ausbürsten und dann ölen. Mhm. Also ist das Holz, ich werde wahrscheinlich auf Nuss gehen, weil ich absurd viel Nuss daheim habe. Geil. Und ja, ich habe einfach viel Nuss, es wiegt nicht sonderlich viel. Ich kann wahrscheinlich 5-6 Buddies verschießen, bis ich einen in einem Finish zusammenbringe. Ja, immer. Ich warte auf meine Hipshot Hardware seit 2 Monaten aus den USA. Das ist im Moment ein bisschen. Ja, ich baue das meinen Tonabnehmern. Also, die habe ich diesmal. Das mache ich von Rübezahl Pickups. Das ist so ein Tonabnehmer, Wickel. Manufaktur in Deutschland. Okay. Super coole Tonabnehmer. Ich habe eine Gitarre von einem Schweizer Gitarrenbau, wo die Tonabnehmer drin sind. Sehr zu empfehlen. Allerdings hat er ein bisschen seine Produktion zugeschraubt jetzt in letzter Zeit. Weil okay, ja, klar. Irgendwie alle deutschen Custom-Gitarrenbauer dann angefangen haben, von ihm Pickups zu beziehen. Ja, bin ich gespannt, wann ich dazukomme. Ich hoffe mal, sagen wir es jetzt Juni. Ja, im Oktober, November ist realistisch, schätze. Wie lange brauchst du normalerweise für eine Gitarre? Also ich brauche keine 40 Stunden. Echt? Ja. Ich schreibe inzwischen eigentlich immer die Stunden mit, weil ich einfach schauen will, wie lange ich brauche. Ich baue jetzt gerade eine Gitarre. Fotos zu sagen. Da baue ich mir nämlich mal was anderes mit Piezo-Tonabnehmer, also ganz was, bisschen mit Spielereien und ja, aber ich habe alle Schablonen fertig für diese Form, weißt du, das ist jetzt alles sehr, ich schneide die Griffbretter mit einer Sägelade und ich bräuchte, wenn ich Vollzeit arbeite, glaube ich, also ohne Lackieren und ohne Ölen, 38 Stunden ungefähr für eine Gitarre. Okay. Ja, das ist schnell. Ja, es geht. Die Hand, wahrscheinlich noch 25 Gitarren, die Handgriffe sitzen. Mhm. Ja. Dann. Gut, man schießt immer nur einen Bock. Also es ist jede Gitarre ist nicht fehlerfrei. Man muss dann immer nur 1-2 Stunden einberechnen, um irgendwelche Fehler auszubauen.
hey, die Kunst besteht eh darin, das so zu verstecken, dass man es nachher nicht sieht. Man weiß dann immer selber. Das ist vielleicht auch ein Problem, warum man nie ganz happy mit seinen Gitarren ist, weil man immer die weiß, Fehler sieht. Weil man drunter steckt. Ja. Ja. Oder den einen kleinen Riss, den man irgendwie noch kaschiert hat mit Sekundenkleber oder was der Kaya, den normaler wahrscheinlich gar nicht sieht. Ja, mal schauen. Aber ich hab wahnsinnig viel Holz gekauft in letzter Zeit. Das Corona war mein Untergang, weil ich habe natürlich nichts zu tun gehabt und habe nur Holz gekauft den ganzen Tag. Und ja, ich werde, glaube ich, sehr viel Gitarren bauen, ich hoffe, in nächster Zeit. Ich bin hoffentlich Ende des Jahres mit meinem PhD fertig und dann will ich mal ganz lange nur Gitarren bauen. Daheim sitzen, Gitarre bauen und Wein trinken. Geil. Also nicht Wein trinken beim Gitarren, weil es ist gefährlich mit der Fräse, der Säge. Ja, die Fräse ist eh immer sowas. Ja. Davor muss man Respekt haben, weil das geht. Allein deshalb wäre vielleicht eine CNC ganz geil, weil man es kontrollieren kann einfach. Stimmt, ja. Dieses Kippeln, wie du gesagt hast, von der Fräse. Ja, und viele Sachen, wo man dann aufbocken muss und dann passt es nicht ganz und so ja, weiter. Ja, ja, es ist der arme TÜV, wenn der das alles sieht, der geht jetzt zusammenschraubt. Gut, der dürft sowieso nicht in die Werkstatt schauen. Ja, hast keine Absaugung, ha? Nein. Ja, aber ich kann das Garagentor machen. Also, ja, drei Gitarren. Ja, das ist echt. Ja. Die dritte Gitarre ist wunderschön. Wenn ich mir meine dritte anschaue, puh, die hängt an der Wand, mit durchgeschraubt, glaube ich sogar. Ja, ich bin froh, dass ich die erste eben mit dem bauen können habe, weil der hat mir sehr viel gezeigt. Und solche, die Sachen, die man nirgends findet, wo man drauf schauen muss. Ja, YouTube ist da halt mega geil, falls irgendwer anfangen will, Gitarren bauen. Es gibt ein super deutschsprachiges Gitarrenbauforum, das ich sehr empfehlen kann. Und YouTube. Da lernt man eigentlich alles. Ja. Oder uns schreiben. Ja, stimmt. Ja. Man kann auch, also mir zumindest. Sicher. Ich schreibe halt oft nicht zurück, weil ich es nicht sehe. Aber dann muss man einfach nur mal schreiben. Ja, ich bin nämlich gern schreiben. Leider nicht so verlässlich mit zurückschreiben. Es ist nicht böswillig, es ist nur einfach, ich vergesse es einfach. Viel zum Tun. Ja, schon. Ja, wann geht deine nächste los, der Bass? Oder baust du dir noch eine Gitarre? Was ist denn deine, was wäre deine Traumgitarre, wenn du da eine bauen könntest jetzt? Meine Traumgitarre? Deine nächste. Oder würdest du deine Traumgitarre noch nicht bauen, weil du sagst, du hast die Skills noch nicht? Ich würde es noch nicht bauen, weil meine Traumgitarre wäre sowas wie eine Les Paul mit einem Carve-Top. Das ist nicht so schwer. Nicht? Nee, das ist nicht so schwer. Okay. Du musst dir nur, du musst Höhenlinien fräsen. Mhm. Also du zeichnest dir eine Seitenansicht und fräst dir Höhenlinien mit Schablonen. Okay. Und dann verschleifst du einfach. Also du könntest das. Ich würde das mal an einem Probeholz testen. Entweder machst du mit der Flex an einer groben Scheibe. Klingt hart, geht aber viel besser, wie es klingt. Oder du verschleifst dann. Ist dann sau viel Arbeit. Okay. Aber ich habe eine Les Paul, also eine PRS Single Cut Kopie, habe ich mir mal gebaut. Auch wieder weiterverkauft an die Tripsitter. Geil. Beste Band. Absolute beste Band. An den lieben Grischer von den Tripsittern. Ich glaube, er spielt sie zwar nicht mehr live, weil sie volle Schwere ist, aber ich habe sie auf jeden Fall nicht mehr. Ja, meine wird dann auch so was Schweres werden, so mit Zirikot-Top oder Wenge-Top. Boah, ein Kraft-Zirikot-Top, da kannst du gratulieren, gell? Ja. Darfst du nicht über 30 meinen Arme rücken, Alter. Ja, stimmt. Wobei, wir machen schwere Gitarren nichts. Ich brauche das, dass ich was hängen habe, weil jedes Mal, wenn ich die SG spiele, denke ich mir so, ja, okay, Spielzeuggitarre und dann nehme ich die Les Paul und denke mir, jetzt hängt da was. Meine Tele hat 2,3 Kilo. Boah, das ist die Hälfte von der Les Paul. Das ist super. Das ist super, man kann sie übereinander schmeißen. Ja. Okay, dann weißt du, deine Traumgitarre eine Les Paul. Ich weiß nicht, es gibt so viele Sachen, die ich bauen würde gern. Schau, das ist genau das Problem, oder? Das ich kann gar nicht sagen, was meine Traumgitarre ist, weil wenn ich die habe, dann ist es wieder eine andere. Ja. In Wirklichkeit jede, ja. Aber ja, jetzt bin ich immer beschäftigt, jetzt baue ich zwei, also für mich eine Fender Stratocaster Nachbau in diesem Daphne Blue. Geil. Da schaue ich, dass ich wenig Zeit reinstecke, also normal Bolt-on-Neck und so, wie es sich gehört. Und für einen Freund baue ich einen Korpus, der hat mir einen Hals gegeben und hat gesagt, ja, kannst du einen Korpus machen. Von den Gitarren, von der Stange? Genau, also dem ist der Korpus gebrochen, er weiß nicht, wie das passiert ist. Oh je, ist einfach runtergefallen. Nein, die ist nicht runtergefallen, die ist wirklich im Koffer gewesen und ist der längst nachgerissen, Spannungsriss wahrscheinlich. Okay. Und der Hals ist aber eigentlich recht gut. Jetzt hat er gesagt, würdest du einen Korpus bauen? Ich sagte, ja, passt, mache ich. Ja, Korpus ist jetzt nicht so das Schwierige. Nee. Ich finde, Hals ist eher das. Korpus kannst du in 2 Stunden bauen, rein theoretisch. Ja, aussägen, fräsen, schleifen, fertig. Ja. Wenn es so ein Bolt-on-Korpus ist, dann sowieso. Nee, dann hast du einen halben Tag gebaut, normalerweise finde ich. Ja.
Wenn man jetzt kein Binding drum macht, wenn man jetzt kein Carve-Tab macht. Wenn man jetzt, das habe ich mir gesagt, das kriegt er nicht. Das wenn man jetzt, ich baue inzwischen die Tonabnehmer so ein, dass man keine Rahmen mehr sieht, sondern dass man sie durchs Elektronikfach einfädelt, damit man nur mehr die Kappen sieht. Geil. Das habe ich mir auch schon mal überlegt. Das ist eine richtige Sauarbeit. Ja, und ich hab so, bin so viele Stunden gesitzt vor dieser Schablone, damit ich die richtig durchschieben kann. Und vor allem, dass sie wieder ankommen. Ja. Ich habe natürlich die erste Gitarre nicht wieder aufmachen können, weil ich nicht reinkommen bin. Zach. Wobei, wenn man es mit Top macht, dann... Ich mache alles immer mit Top. Ja. Ich mach, das da kann man vorfräsen, dann das genau. Top drauf. Genau, und zwar musst du das Top auch noch vorfräsen und dann hast du mehr Minus und Plus und gibst zusammen. Und das Top ist dann nur mehr 3 mm stark an den Tonabnehmer stellen und dann geht das eigentlich schon. Geil. Ja, kann ich dir dann gern zeigen. Ja, gerne. Leider keinen Fernseher, wo wir das drauf projizieren können, aber kannst. Nein, ich habe die Gitarren irgendwo online, weil sie für mich sind. Okay. Hast du eine Instagram-Seite? Ja, oder ich eine habe Facebook-Seite? Eine Instagram-Seite gemacht, wo ich das so ein bisschen mitdokumentiere. Die heißt? ValentineGuitars.at. Aber okay. Ich überlege auch noch wegen Namen. Ich will es dann irgendwann mit Logo machen. Mhm. Aber ich habe noch nicht den richtigen Namen gefunden. Wo ich sage, ja. Ja, ist schwierig, gell? Und vor allem, sobald man einen Namen macht, sollte man nicht mehr ändern. Wie Bandnamen. Genau, das ist es ja. Deswegen habe ich dabei noch gar nichts draufgeschrieben, weil dann kann ich den Namen noch ändern und kann sagen, sehr das klug. Sind Prototypen. Ja. Ja. Aber deswegen ist die Logo frei. Genau, ja. Ich finde ein Logo schon geil, aber es ist halt auch aufwendig und ja. Einfach so draufschreiben wollte ich es nicht. Mhm. Ab wann kann man dann mit der Band rechnen bei euch? Puh, schwer zu sagen. Also heuer? Wir sind direkt, kann sein, dass es sich ausgeht, aber ich glaube ja nicht. Okay. Wir sind voll im Songwriting drin. Okay. Und wir machen uns doch nicht so viel Stress. Ja, ist eh klüger. Lieber gut werden. Dadurch, gut produzieren lassen. Das Wichtigste ist eigentlich nur wichtiger als gutes Songwriting, finde ich. Wenn du einen Produzenten hast, wenn du einen schlechten Produzenten hast, dann bringt dir gutes Songwriting gar nichts. Ja, stimmt. Ja. Genau. Bei euch ist was Neues geplant? Bei der Band? Wir hätten ein Album fertig. Okay. Also fertig geschrieben, aber wir haben unser Studio in Verona in Italien. Echt? Und das ist jetzt natürlich keine Ahnung. Gut, wir haben es jetzt nicht geprobt, 3 Monate lang, weil wir wollen es als Session aufnehmen. Okay. Also alles live bis auf Gesang. Und dadurch, dass wir jetzt 3 Monate nicht zum Proben kommen sind, ist natürlich jegliches Zusammenspielgefühl komplett flöten gegangen. Ja, das stimmt. Und es wird sicher Ende des Jahres. Bis wir dann wieder mit unserem Plattenlabel und unserem Produzenten sind in Italien, in Turin und in Verona. Wieso in Italien? Ist eine gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja, die Sache ist die haben wir, also das ist das Label von den Tripsitter, um wieder den Kreis zu schließen. Also das erste Label von den Tripsitter gewesen. Und wir haben damals Vorband von den Tripsitter auf deren erste CD-Release-Party gespielt, wo das Label auch da war. Und die haben dann gefragt, ob wir Lust haben, unsere erste EP bei denen zu machen. Haben dann die zweite EP bei denen gemacht. Und machen jetzt das. Also wir machen jetzt dann ein Volllängenalbum. Okay, und das machen wir dann auch wieder bei denen. Geil. Hoffentlich. Weil es bis dahin alles noch gibt. Das ist natürlich jetzt. Ja. Ja. Ja, mal schauen. Das ist dann, wie sich das alles entwickelt. Aber ja, wir hätten Shows sehr viele gehabt im Herbst. Ich hoffe, dass wir im Dezember unsere Coming Home Show, unsere jährliche in Innsbruck spielen können. Der Rest ist dann mal sekundär. Aber im Dezember? Ja. Ja, das kann sehr sein, dass ich in Tirol bin. Ah, 5. Dezember ist es schon. Ist schon fixiert. Okay, na, da das wahrscheinlich ist jedes, nicht. Das ist immer das erste Dezemberwochenende. Das ist nämlich immer genau der Geburtstag vom Bassisten. Ah, und geil. Da spielen wir immer eine BMK-Show in Innsbruck. Mhm. Also eigentlich seit vielen Jahren. Früher immer im Weekender, seit es das Weekend dann immer gibt, jetzt in der BMK. Geil. Ja, sehr. Also ich freue mich schon sehr immer. Das ist immer Innsbruck spielen. Wenn man daheim spielt, das ist schon nochmal ganz was anderes. Ja, gut, immer. Wir haben. Da wir in der Nähe von Wien wohnen alle, beziehungsweise in Wien auch proben, ist Wien unser Heimspiel und in Wien gibt es einfach so viel. Das stimmt, gell? Sollten auch mal wieder in Wien spielen. Ja. Ja, müssen wir. Also wenn es dann wieder Shows gibt. Ja, vielleicht machen wir mal was gemeinsam. Gut. Ja, das wäre natürlich sehr nett. Ich habe noch eine letzte Frage. Ja. Wenn du dir eine Gitarre, wenn du jetzt das unendliche Geld haben würdest, wenn du in den Laden gehen würdest, welche Gitarre würdest du kaufen? Schwierig. Oder was strebst du an? Ich glaube, ich würde mir eher ein Amp kaufen. Ja? Ein Friedman BE 100. Geil. Ja. Das ist so mein Traum-Amp jetzt zur Zeit. Okay. Um den dreht sich alles. Ja. Gitarre würde ich mir wahrscheinlich eine Mayonnaise kaufen. Okay. Weil die ziemlich geil sind. Ja. Oder irgend so was absurd teures. Einfach nur.
damit ich unendlich Geld habe. Und damit sie dann weiterverkaufen kannst und ihnen einen Bund eine andere geile Gitarre kaufen kannst. Nein, einfach damit ich das daheim habe und das zum Anschauen. Ah, ich weiß, was ich mir kaufen würde. Ich würde mir eine Les Paul Artisan kaufen. Hm, okay. Aber eine, die halt komplett gut benannt ist. Ja. Und die würde ich dann aufhängen in ein Glas mit drin und nur anschauen. Okay. Nicht spielen. Das ist das Schicksal einer jeden teuren Gitarre irgendwann, oder? Dass bei irgendwem in einer Glasvitrine steht. Ich weiß nicht. Irgendwie, man will es dann doch spielen. Ja. Aber bei der, das ist einfach eine Gitarre aus den 70er Jahren und die gibt es nicht mehr so. Und bei dir? Ich glaube, ich würde mir eine Nick Huber Krautster kaufen. Eine Les Paul Junior von Nick Huber. Okay, den kenne ich nicht. Das ist ein deutscher Gitarrenbauer. Sehr. Macht sehr schöne Matt-Finishes. Nur mit einem Tonabnehmer. Keine Elektronik, Tonabnehmer direkt auf die Buchse gelötet. So eine aufs Maul-Gitarre. Weil mit Amp bin ich super glücklich. Ja. Bin inzwischen so viele Amps gekauft und Pedale gekauft. Und habe ein großes Repertoire, Gott sei Dank, zur Verfügung. Mit meinen alten Softdeck und Fender Amps. Ja, wenn wir wieder was kommen. Ja, schön. Gibt es irgendwas noch sehr Wichtiges? Ah ja, wenn jemand Fragen zum Gitarrenbau hat, gell? Oder zu unseren Bands, bitte meldet euch bei mir oder bei Valentin. Genau. Dann sind wir vielleicht nett, hoffentlich. Und wenn jemand eine Gitarre bauen will, macht es unbedingt. Es ist echt ein super cooles Hobby, vor allem zum seine erste Gitarre in der Hand halten. Auch wenn sie immer katastrophal wird, ist es trotzdem super. Weil nämlich auf die erste folgt gewiss eine zweite, kann niemand in deine Beine gebaut. Vor allem dann haben wir ja das Werkzeug schon. Gut. Gut. Dankeschön. Well done. Moment time. Ah, super. Sehr, sehr, sehr. Ich hab alle drauf gehört.